Servus, grüß euch. Wir sind jetzt in den letzten Tagen und darum gibt es im Wahlkampf-Endspurt nochmal unser Programm. Jeden Tag ein kleines Häppchen, ganz komprimiert. Und auf dem Weg nach Dachau können wir das wunderbar thematisieren. An diesem Haus, was Schüler einer 8. Klasse von der Mittelstufe hier gemeinsam mit Unternehmen, mit den Bürgern dieses Dorfes errichtet haben und saniert haben. Und ich kann euch nur eins sagen, genauso stellen wir uns Bildungspolitik vor. Praktisch, wertschätzend und ganz wichtig, den Druck von den Kindern nehmen. Darum wollen wir möglichst in der Orientierungsstufe 3., 4., 5., 6. Klasse den Druck weggehört haben. Wir wollen individuelle Förderung haben, dass eine zweite Kraft pro Klasse sich um die kümmern kann, die ein bisschen vorn dran sein oder hinten nach sein kann. Wir wollen Herzkompetenzen, soziale Kompetenzen, Ernährungsunterricht und, kann man alles bei uns nachlesen. Ich kann euch nur eins sagen. Wir würden dafür sorgen, dass im Bildungsbereich wieder das Reflektieren an vorderster Stelle steht, das Nachdenken über sich selber, über die Zukunft. Dadurch passiert nämlich unsere gesellschaftliche Veränderung. Wir können alles umsetzen, was bei uns im tollen ÖDP-Programm steht. Drum, liebe Eltern, liebe Schüler und liebe Lehrer, wählt die ÖDP und ich melde es jetzt schon mal an. Wenn wir drinnen sind, wenn wir in der Regierung sind, dann möchte ich gern Kultusminister werden. Und dann wird sich einiges verändern, zum Guten. Und ganz wichtig, nachhaltig, langfristig, nicht nur in Wahlperioden denken. Danke, ich wünsche euch was. Servus.